Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Unforeseen Incidents. Leider, leider kann ich die Musik nicht ausschalten. Also ich habe sie jetzt natürlich gemutet, damit ihr mich überhaupt verstehen könnt, weil es wahnsinnig laut gerade ist. Ich hoffe, dass die im Spiel entweder leiser ist oder gar nicht mehr drin ist, weil, wie gesagt, ich kann sie nicht leiser stellen. Ansonsten müsste ich nämlich das ganze Spiel etwas leiser machen. Das nur so als kleine Anmerkung schon mal vorweg. Und ja, ich sag nicht mehr dazu. Ich sag nur, wir spielen ein weiteres Point and Click und wir starten jetzt ein neues Spiel. BWET Talk Radio. Es ist 17:30 Uhr. Ihr hört Backwoods Radio. Hier sind wieder Bobby und der Duke. Live aus der Seagulls Arena im wunderschönen Port Nicola. Unser Thema des Tages ist der Krankheitsausbruch in Yelltown. Erzähl uns mehr darüber, Duke. Eine Woche nachdem drei Menschen mit fieberartigen Symptomen am Rande Yelltowns gestorben sind, steht die Gegend weiterhin unter Quarantäne. Senatorin Sylvia Thurlow, Vorsitzende des Bureau of Public Health, kommentierte das Geschehen. Das Risiko einer Ansteckung für die Bewohner von Yelltown ist weiterhin sehr, sehr gering. Sollten Sie dennoch Symptome wie hohes Fieber, Nasenbluten oder Hustenanfälle feststellen, bleiben Sie bitte ruhig an Ort und Stelle und rufen den AHC-Notruf unter der Nummer 111 111. Hier nochmal die Nummer 111 111. Ich hoffe, unsere Hörer in Yelltown sind gesund und munter, denn das Spiel heute Abend ist ein absolutes Muss. Oh ja, Bobby. Port Nicola trifft heute auf die Jungs aus meiner Heimatstadt, die Blue Ridge Raccoons. Die Raccoons haben keine Chance. Go, Gulls! Egal, welches Team ihr unterstützt, die Stimmung hier im Stadion ist elektrisierend. Hallo? Harper, hier ist Rupert. Professor McBride, wie geht's Ihnen? Es geht so, Harper. Ich habe ein Problem mit meinem Laptop. Der Satz hört sich sehr vertraut an. Ich weiß. Aber ich bin mitten in der Analyse wichtiger Daten. Und der Akku ist leer und will einfach nicht laden. Ich muss heute Abend nach Port Nicola fahren und... Schon okay, Professor. Ich schnapp mir mein Multitool und komm rüber. Oh, vielen Dank, Harper. Kein Problem. Bis gleich. Immer das Gleiche. Oh je, ich höre schon wieder Musik. Ich schaue nochmal eben nach, ob man jetzt die Möglichkeit hat, die auszustellen. Nein, leider auch nicht. Das heißt, ich kann wirklich nur hoffen, dass ja, ihr mich trotzdem verstehen könnt, trotz der Musik, weil bei mir im Kopfhörer ist die wirklich wahnsinnig laut. Was haben wir denn hier? Hier ist nichts Nützliches. Glühbirnen? Wenn ich als Kind eine Idee hatte, habe ich eine Glühbirne über meinen Kopf gehalten. Im Nachhinein betrachtet war ich ein ziemlich anstrengendes Kind. Mein Stiefvater hatte wohl recht. Ja, vor allen Dingen die Logik dabei. Hat er dann gehofft, dass die angeht oder was? Okay. Ah. Hey, Kleber. Kann man immer gut gebrauchen. So, die nächste Frage ist, wo ist unser Inventar? Mit I kann ich es nicht holen. Kannst mir gar nichts holen irgendwie. Vielleicht wird das ja noch erklärt. Mama und Calvin in Greystone Woods. Ich glaube, ich habe das Foto gemacht. Im Winter kann es in Yelltown ganz schön kalt werden. Gut, wenn man ein paar Mäntel hat. Calvin hat die meisten seiner Jacken hier gelassen, als er rüber in den Westen gezogen ist. Jetzt sind es meine. Das ist aus diesem historischen Fotoautomaten auf dem Jahrmarkt. Mama, Calvin und ich in altertümlichen Kostümen. Da hatten wir unseren Spaß. Oh Mama, nichts mehr? Keine Zeit zu essen. Ich sollte mir mein Multitool schnappen und rüber zu Professor McBride gehen. Tja. Eine Menge alter Kram. Ich mag alten Kram. Das ist ja schön, dass wir rübergehen sollen, aber ich würde mich hier gerne einmal umsehen erstmal. Der Fernseher wird nie wieder funktionieren, aber ich kann ihn nicht einfach wegschmeißen. Da wohnt eine Spinne drin. Ja, warum auch nicht? Also, wenn eine Spinne drin wohnt, dann
sollte man den natürlich noch behalten. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich muss jetzt hier gegen die Musik anschreien. Keine Zeit zu telefonieren. Der Professor braucht mich. Ich weiß, ich weiß. Da ist es. Komm her, mein geliebtes Multitool. Dann wollen wir diesen Laptop mal reparieren. Hilfe! Mein PC verselbstständigt sich. Das hieß dann wohl so viel wie, wenn wir Space drücken, genau, dann zeigt er uns alle Punkte an. Und jetzt haben wir auch ein Menü. Das ist das normale Menü, da wollten wir nicht rein. Okay. Obwohl es da schön ruhig drin gewesen ist. Oh ja, Ladies, das ist mein Amateurfunkgerät. Oh, Harper, wir lieben dich. Dein Amateurfunkgerät ist so cool. Beruhigt euch, Ladies, bitte. Ich find's cool. Ich wollte immer eins haben. Leider sind die Dinger viel zu teuer. Was? Achso. Können wir hier irgendwas machen? Können die Knöpfe drücken, ja, aber sonst glaube ich nichts, ne? Mama, Calvin und ich, als ich in der Highschool anfing, das muss ungefähr 6 Monate vor ihrem Tod gewesen sein. Mein zuverlässiger Langham 40 Watt Lötkolben mit formschöner Spitze in Meißelform. Man braucht einen guten Lötkolben, wenn man an Elektrogeräten rumtüfteln will. Ein paar Entwürfe für irgendwelche blöden Geräte. Hätte ich die gebaut, wären die meisten vermutlich explodiert. Ich habe mich entschlossen, das Fenster abzukleben. Das Sonnenlicht macht es einem wirklich nicht leicht, tagsüber zu schlafen. Als Kind wollte ich immer ein Bett in Raketenform. Jetzt habe ich nicht mal ein Bett in Bettform. Ja, super. Aber immerhin eine Matratze, ne? Mein umfangreicher Kleiderschrank. Ich besitze genau 2 Hosen. Ja, wie die meisten Menschen. Also er geht automatisch hin, das finde ich schon cool. Dann brauchen wir den nicht zu suchen. Hallo. Oh, Harper, gut, dass du da bist. Komm rein. Was ist los, Professor? Dieser verdammte Akku macht mich fertig. Wissen Sie, für einen Wissenschaftler ist das nicht gerade... Er will einfach nicht laden. Aber es läuft gerade noch eine Modellrechnung der neuesten Daten meines Forschungsteams, die ich dringend brauche. Er hat die ganze Nacht gerechnet. Wenn er jetzt ausgeht, muss ich wieder von vorne anfangen. Ich brauche die Daten für eine wichtige Präsentation an der PNU morgen. Kannst du ihn reparieren, Harper? Also vom Technischen her würde ich jetzt mal sagen, man kann ihn nicht reparieren, solange er noch an ist. Aber wenn man ihn ausmacht, ist natürlich das Problem, dass er nicht mehr rechnen kann. Also ich verstehe es so, dass er immer noch am Rechnen ist. Worum geht's in der Präsentation? Es ist eine Analyse zu der gerade ausgebrochenen Infektionskrankheit. Yelltown-Fieber? Ja, nein. Naja, das Problem ist, dass wir bisher nicht genau einschätzen können, um welche Art von Krankheit es sich hier handelt. Der Dekan der medizinischen Fakultät hat mich gebeten, morgen einen Vortrag für die Virologen zu halten. Wir hoffen, dass meine Forschung dazu beitragen kann, ein Mittel gegen diese Infektion zu finden. Ist das Yelltown-Fieber wirklich so gefährlich? Ich fürchte schon. Wirklich eine Ausgeburt der Hölle. Es scheint tatsächlich höchst ansteckend zu sein. So wie es aussieht, verläuft die Infektion sehr schnell tödlich. Wir reden hier von Stunden, nicht Tagen. Puh, Stunden? Was, wenn ich es mir eingefangen habe? Das würdest du merken, Harper. Nach meinen Informationen setzen die Symptome bereits wenige Minuten nach der Infektion ein. Wow, die Infizierten tun mir leid. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Noch ist Zeit, die Infektionen einzudämmen und eine Epidemie zu verhindern. Kümmert sich die Regierung nicht darum? Ja, die Aufgabe hat die Rancho Health Corporation ganz uneigennützig angenommen. Die soll's nun richten. Stimmt, das habe ich gehört. Aber ich dachte, die RHC sagt, alles wäre unter Kontrolle. Und genau das macht mich so sicher, dass sie sich gerade mächtig in die Hosen scheißen habe. Ich weiß doch, wie sowas läuft. Sie haben massive Probleme, diese Krankheit zu behandeln, ohne meinen Input.
Ja, dazu muss ich sagen, das stimmt. Das ist sehr realistisch. Können Sie ein Heilmittel finden? So einfach ist das nicht. Aber wenn jemand diesen Wahnsinn stoppen kann, dann ist es mein Forschungsteam an der PNU. Sie sind die Besten im ganzen Land. Wir brauchen nur eine kleine Probe dieses verdammten Erregers. Wie auch immer. Also wenn die wirklich ja, wüssten, was sie da tun, dann würden die nicht sagen, es ist alles in Ordnung, beruhigt euch mal, Leute, so nach dem Motto. Sondern dann würden die wirklich sagen, so sieht's aus, das und das haben wir bisher geleistet, das und das dämmt das Ganze ein. Keine Ahnung, holt euch eure Schluckimpfung ab oder sowas in der Art. Ja. Außer Professor McBride gibt es keinen Wissenschaftler in Yelltown. Die Leute halten sein Labor wahrscheinlich für eine Meth-Küche. Hey Professor, wollen Sie etwas Radio hören? Nein, man kann diesem lästigen Fußballspiel so schon kaum entkommen. Sie meinen dem Footballspiel? Und wenn es ein oben ohne Käserollen wäre, Harper. Eine Ablenkung ist eine Ablenkung. Harper, lass das! Alter, ich dachte, der sagt mir jetzt was zu den ganzen Gleichungen, die hier draufstehen oder so. Warum sollte ich in McBrides Schränken rumschnüffeln? Damit du was findest vielleicht? Hey, das Teleskop ist genau auf Mrs. Damons Schlafzimmerfenster gerichtet. Was? Nein, ist es nicht. Mhm. Ist es wohl. Man kann genau durch die Gardinen schauen. Harper, du bist noch nicht so alt für eine Tracht Prügel von mir. Der Akku ist fast leer und er leert nicht. Ich verstehe das nicht. Ich habe den Akku vor 2 Wochen oder so ersetzt. Ach so, ich muss das wahrscheinlich erstmal, ne? Moment. Nagelfeile, das ist gut. Ich nehme mal das hier. Nein, es ist keine Scherenzeit. Nee, deswegen habe ich auch extra nicht die Schere ausgewählt. Ah, mein Multitool. Aus irgendeinem Grund lädt der Akku nicht. Ja, du solltest das ja runterziehen. Nein, es ist keine Scherenzeit. Der Akku ist fast leer. Ich verstehe das. Ja, wissen wir. Okay, dann schauen wir mal nach dem Netzteil. Da haben wir es. Das Ladekabel ist gebrochen. Verdammt! Wie konnte ich das übersehen? Kein Problem, Professor. Mit meinem Multitool und etwas Isolierband ist das ganz schnell repariert. Oh, gut. Ich hatte irgendwo Isolierband. Wo war es noch? Ich werde schon finden. In dem Chaos hier? Bist du dir sicher? Kein Isolierband. Nur ein paar alte, verstaubte Schallplatten. Das sind Klassiker des Blues, Harper. Erinnerst du dich noch, wie du sie auf meinem alten Plattenspieler gehört hast? Es ist 2017, Professor. Ich höre jetzt Kassetten. Kassetten? Ich habe hier schon genug rumgewühlt. Ja, du sollst ja eigentlich nur zumachen. Wieder kein Isolierband. Nur ein Haufen Schrott. Schrott? Nur mal so aus Interesse. Wie aufgeräumt ist deine Wohnung denn derzeit? Aber ich bin blank. Sie könnten Ihr pralles Universitätsgehalt locker in eine Reinigungskraft investieren. Das hier erinnert mich daran, wie ich im Labor geholfen habe, als ich noch ein Kind war. Ich glaube, wir haben eine unterschiedliche Vorstellung des Wortes Hilfe. Okay, was hat er angestellt? Aha, hier ist das Isolierband. Wunderbar. Kannst du den Laptop jetzt reparieren? Hoffentlich. Isolierband. Damit sollte das Netzteil im Nu repariert sein. Deswegen solltest du das ja gerade rausholen. Ich muss das Kabel erstmal neu verdrillen, bevor ich was drumherum klebe. Das heißt... Ach so, Moment. Damit... So, wer sagt's denn? Klebstoff? Hat er da jetzt gerade Klebstoff dran gemacht, oder das was? Das Multitool. Moment. So, und nun schneide ich das Kabel auseinander und jetzt fummeln und verdrillen. So, sieht gut aus. Achso, nein. Gut, ich schau mal, ob ich... Danke. Ich wollte das noch reinmachen wieder. Ich habe das Kabel repariert, aber die Verbindungsstelle liegt noch offen. Ich brauche Isolierband. Damit bin ich voll ausgestattet und bereit zum Isolieren. Irgendwie fühle ich mich jetzt sicherer.
Das ist nervig. Normalerweise klickt man ja da drauf und zieht das dann so, damit rüber. So, jetzt noch normgerecht absichern. Also nach Bastlernorm. Also dann mal eingestöpselt und ran an den Saft. Okay, er lädt wieder, Professor. Oh, du bist ein Held, Harper. Was schulde ich dir? Ach, das geht aufs Haus. Aber ein brillanter Denker wie Sie sollte nicht immer gleich den Dorftrottel rufen müssen, wenn der Rechner etwas zickt. Um Himmels Willen, Harper, stell dein Licht nicht so unter den Scheffel. Du bist doch kein Dorftrottel. Ich schätze deine Hilfe wirklich sehr. Na gut, kein Problem, Professor. Ja, und nun? Professor? Ja? Sind wir hier in Yelltown sicher? Ich weiß, es ist beunruhigend. Die Notstandsmaßnahmen, das abgeschirmte Behandlungscamp. Aber das ist alles kein Grund zur Panik. Bisher gab es nur sehr wenige bestätigte Krankheitsfälle. Okay. Ich werde nicht in Panik geraten. Noch nicht. Bis später. Mach's gut, Harper. Ja, eigentlich können wir gehen, ne? Gucken wir hier nochmal. Laborequipment, Ordner und jede Menge anderer Krempel. Die RHC-Rettungssanitäter schützen ihre Gesundheit. Warum sind sie dann gekleidet wie böse Astronauten? Der Adler von Cadero. Achtung, Einwohner von Yelltown. Seuchenalarm. Akute Ansteckungsgefahr. Achten Sie auf die Symptome. Wow, die Liste der Symptome ist lang. Kopfschmerzen, Fieber, Übelkeit, Blutungen. Uah, ekelhaft. Blutungen aus der Nase, Ohren, Mund oder Augen. Sie oder jemand anders hat diese Symptome? Informieren Sie die RHC unter der Notfallnummer 111 111. Na, das entspannt mich jetzt total. Ich wollte gerade noch gesagt haben, das klingt eigentlich nur danach, als ob man seine Periode hat. Aber gut, Blutung aus den Augen vielleicht eher nicht. Was zum... hallo? Ja, gerade noch die Symptome gelesen und schon liegt so ein halber Zombie vor einem. Kein Thema. Frag erstmal nach, ob alles okay ist. Oh Gott, ist alles in Ordnung? Geh weiter. Mir geht es gut. Aber Sie brauchen einen Arzt oder... Moment mal. Ist es das Fieber? Bitte. Bitte. Lasst mich in Ruhe. Moment, die RHC, das waren die Bösen, ne? Das war hier diese, ja, die Außerirdischen. Nee, was hat er gesagt? Wie Astronauten, hat er gesagt. Ich kann sie nicht einfach so hier liegen lassen. Ich muss weiter. Weiter? Wie denn? Sind Sie verrückt? Ich rufe die RHC an. Nein, nicht die RHC. Aber Sie brauchen einen Arzt. Lass mich einfach. Die RHC wird Ihnen helfen können. Bitte. Ich will Ihre Hilfe nicht. Ich rufe Sie an. Bitte. Tu's nicht. Ich will die nicht anrufen. Die Arme kann doch nichts dafür. Das muss Ihr Rucksack sein. Achtung, Einwohner von Yelltown. Seuchenalarm. Akute Ansteckungsgefahr. Achten Sie auf die Symptome. Wow, die Liste der Symptome ist lang. Kopfschmerzen, Flutungen aus... Sie oder... Was für eine... Wir hatten kein Telefon. Achso, im Moment, hier ist ein Telefon, ne? Ich hab's vergessen. Irgendwas mit 1. Geht niemand ran. Geht niemand ran. Keine Ahnung. Ich habe da nicht wirklich drauf geachtet. Ich habe ja nicht gedacht, dass wir da anrufen müssen.
Oder stand das jetzt hier auch, wo man anruft? Achtung, Einwohner, achten Sie auf diese. Wow, die Liste. Kopfschmerzen, Blutungen aus der Nase. Sie oder jemand anders hat diese Symptome? Ach so. Ich bin so froh. 6 mal die 1. Okay, sorry, ich hab's jetzt eben zu schnell weggeklickt. RHC-Notrufzentrale, welche Art Notfall liegt vor? Hallo, ich heiße Harper Pendrell. Ich habe gerade eine junge Frau gefunden. Das ist ein Fehler. Sie scheint sehr krank zu sein. Überall ist Blut. Ich glaube, sie hat das Yelltown-Fieber. Wo genau befinden Sie sich? In der Stadtmitte von Yelltown, Swenson Alley. Ein Ärzteteam ist auf dem Weg. Bitte bleiben Sie an Ort und Stelle, bis Hilfe eintrifft. Hey! Hey, du! Bitte bestätigen Sie, dass Sie an Ort und Stelle... Tut mir leid, ich muss auflegen. Sie braucht meine Hilfe. Bitte bleiben Sie... Du Idiot! Wie bitte? Du... Du lieferst mich ihnen aus. Ja, und genau das wollte ich nicht. Und er wird wahrscheinlich der Nächste sein, der mitgenommen werden soll. Sie kommen, um ihnen zu helfen. Sei ruhig und hör mir zu. Wenn du hier bleibst, werden sie dich auch mitnehmen und testen. Testen? Aber ich bin nicht infiziert. Wenn sie dich mitnehmen, guckst du dir das Endspiel aus einem Leichensack an. Football ist eh nicht so mein Fall. Aber bin ich infiziert? Wenn du tust, was ich dir sage, haben wir vielleicht noch eine Chance. Was soll ich machen? Geh zum Hotel. Finde Halliwell. Wen? Reporter für die Times. Nimm den Umschlag. Den Umschlag? Welchen Umschlag? Im Rucksack. Das ist verrückt. Ich... Mach es. Bitte. Zum Hotel, hat sie gesagt. Aber wo soll das sein? Bring ihn zu Halliwell. Sag es niemandem sonst. Okay, gut. Ich verspreche es. Nur, sie kommen. Verschwinde. Da ist sie. Bitte, ich... Siehst du den Anrufer? Oh. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!